Ich bin ein Leber, ein kleiner Wicht. Ich bin ein Wichtelwicht. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Asterix and Friends. Ich wurde erstmal schön besiegt. Ist nicht Schuld meiner Gilde. Ich bin jetzt ein paar Tage nicht online gekommen. Sagen wir mal Internetprobleme. So, das nächste Event hat begonnen. Und zwar das Sommer-Event von Jahr 2018. Wie üblich verdecken die Heidelbeeren, die man hier sammeln kann, die Möglichkeit, da hinten ordentlich zu sammeln. Es sind ein paar Sachen anders. Also, natürlich, die Jahre war es immer so, man kriegt Heidelbeeren, indem man sammelt. Und zwar im Wald. Was ist noch anders? Ihr habt eine Möglichkeit, vielleicht haben wir das Glück jetzt gleich, Heidelbeeren zu finden, indem ihr zum Beispiel im Feld sammelt. Vielleicht klappt's ja gleich. Vielleicht aber auch nicht. Es gibt eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier auch welche findet. Ich habe hier schon welche gefunden, wo ich angespielt habe. Aber irgendwie, natürlich, der typische Vorführeffekt funktioniert nicht. Okay. Wir gehen gleich dazu über. Ich sammle bloß noch kurz hier alles. Ich frage mich, wie lange ich jetzt nicht online war. Ich weiß es nicht. Es waren bestimmt 2, 3 Tage. Meine Gilde fragt sich bestimmt schon, wo ich bin. So. Das hat nichts mit dem Sommer-Event zu tun. Das wiederum hat was damit zu tun. Es gibt, wie in jedem Sommer-Event, natürlich ein paar besondere Quests. Da wären zum Beispiel die Aufgabe Sommergeschäfte, in der man Holz einfach nur sammeln muss, beziehungsweise Holz bringen muss. Das hat den Hintergrund, dass ihr sehr viel Holz haben werdet, wenn ihr darauf angewiesen seid, die Heidelbeeren noch zu sammeln. Ich bin es nicht. Also haufenweise Bäume fällen. Dann könnt ihr hier ein bisschen Holz abgeben. Also bei Sommergeschäfte. Und ja. Ansonsten, es gibt eine normale Questkette, wie zum Beispiel die Hasenjagd. Und die ist auch mit Römerhelm versehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Da habt ihr einfach mal so die Möglichkeit, ein paar zu kriegen. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, es gibt viele Nebenquests, die ihr täglich, also alle 24 Stunden kommen die Nebenquests neu. Zum Beispiel hier blaue Flecken, blaue Bären. Solltet ihr nur machen, wenn ihr einfach zu viel habt. Die Aufgabe Sommernascherei, da werden wir gleich dazu kommen, wiederum solltet ihr machen, wenn ihr es noch nicht abgeschlossen habt, denn es gibt eine Aufgabe, in der ihr das machen müsst. Ihr bekommt immer die Torten dazu, kostet euch 50 Heidelbeeren und ein bisschen Erfahrung. Ich mache es jetzt einfach nur, weil ich nichts mit den Heidelbeeren anzufangen kann. Blaue Bären bestens betreut. Ist auch wieder was mit Bären abgeben. Müsste ich aber alles haben. Dann gibt es hier Fischernetze zu bringen. Ist aber kein Problem, wenn ihr ein bisschen Geld habt. Yay, da haben wir es schon. Nicht genug Sesterze. Dann schauen wir mal kurz da, ob ich irgendwas habe, was ich zu Sesterzen machen kann. Irgendwie ist bei mir Schmalhans Küchenmeister geworden. Von meinem vielen Geld ist nicht mehr so die Welt übrig. Ich habe sehr viel ausgebaut, sagen wir es mal so. So. So, da haben wir schon genug. Haben wir es auch fertig gemacht. Ungebetene Gäste. Gab es denn noch mehr? Das sind diese Standardquests, die es immer gibt. Okay, ich glaube, das war's aber. Ja. Die Schaufel können wir natürlich auch noch liefern. Die habe ich nämlich schon in weiser Voraussicht vor ein paar Tagen in Auftrag gegeben. Jetzt ist es fertig. Schaufel natürlich nur hier in Alexandria möglich zu bauen. Und wir kriegen noch einen Blocktrank. Was mir aufgefallen ist im Spiel, es scheint schwerer zu sein jetzt mit einmal, also ich war eigentlich immer mit in der Gold 1 Liga. Seit ich im Urlaub war und da rausgefallen bin, habe ich keine Chance mehr da reinzukommen. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Aber es ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich verliere, mit einmal verliere ich sämtliche Kämpfe und ich setze permanent richtig gute Sachen eigentlich ein. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas in den Updates geändert haben. Das hier ist wiederum noch immer gleich. Ihr könnt im Rennen
weitermachen wie bisher. Und das wird auch wahrscheinlich, also wie ich mitgekriegt habe, wird das ein fester Bestandteil des Spiels bleiben. Ich habe natürlich immer noch vor, irgendwann den ersten Platz zu erreichen, aber wenn ich mir das so anschaue, 18.000. Das Rennen geht noch einen Tag. Also ich glaube nicht, dass ich da große Hoffnung habe, dass ich da innerhalb des Jahres, wie ich es mir vorgenommen habe, ersten Platz zu schaffen. So, die Questkette geht natürlich auch noch weiter. Steinschleuder. Ist kein Problem. Kann man hier herstellen. Ist nur ein Problem, weil das Alteisen fehlt. Ansonsten, ja, die Questkette scheint ein bisschen größer zu sein. Bringe Farben. Ist auch gar kein Problem. Farben kauft man. Yay. Ich habe mir gar nicht durchgelesen, was da stand. Ihr könnt ja mal kurz anhalten und es anschauen. Umweltschutz, natürlich. Es ist eine sehr, sehr große Questkette. Ihr könnt sie machen. Ihr müsst sie aber nicht machen. Aber es scheint sich dies, aktuell scheint es sich wirklich zu lohnen, weil es scheint wirklich sehr, sehr viele Römerhelme dafür zu geben. Und gerade für mein Vorhaben, den ersten Platz zu erreichen, werde ich sehr viele Römerhelme brauchen. Geplant sind von mir 29.000 zu sammeln. Bin ja auch fleißig dabei. Okay, Heidelbeeren. Ihr könnt sie in Feldern finden, aber sehr selten. Ihr könnt sie hier finden. Ich zeig's, demonstriere euch das gleich mal. Hier ist irgendwo, wo ich auch sammeln kann. Hier. Wenn ich mich recht entsinne, ist es etwa so, einmal sammeln bringt natürlich die normalen Rohstoffe, die ihr bekommt, und eine Heidelbeere. Irgendwie hat sich das geändert. Okay, es wurde geändert, wie mir scheint. Heidelbeeren sind nicht mehr so einfach zu bekommen. Früher war es so, holst die Wälder ab und du kriegst nur noch Heidelbeeren. Ist geändert worden. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, an die zu kommen. Und die ist hier beim Prügeln. Erst gar nicht hier Schutzschild aktiviert. Oh. Ich bin schockiert. Wie wir sehen, 5 Heidelbeeren. Das hat sich geändert. Heidelbeeren bekommen wir jetzt nicht mehr nur durch Sammeln an sich, sondern wir kriegen es tatsächlich hier. In den Prügeleien. 5 Heidelbeeren und noch die normalen Prügel-Heidelbeeren nebenbei. So bekommt man jetzt Heidelbeeren. Interessant. Das haben sie geändert. Allerdings muss ich auch sagen, da hätten sie eigentlich auch diese Quests hier rausnehmen müssen. Haben sie wieder mal nicht bedacht mit den Bringe Holz. Ist aber nicht so schlimm. So, wo haben wir es denn? Kriegshund. Sehr, sehr viele Sachen mittlerweile schon geschafft. Ich suche nur schnell. Nein, Kapitän. Da bin ich echt stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Hier, Bärensammler. Das ist die Aufgabe, in der ihr einfach nur die Heidelbeeren sammeln müsst. Die haben auch eigentlich gar keinen weiteren Nutzen, außer Abschließen der Quests und Summer Event. Das ist die, wo ihr Gerontolix 50 Bären abgeben müsst. Dafür kriegt ihr die Torte und ein bisschen Erfahrungspunkte. Und die müsst ihr versuchen, so oft wie möglich abzuschließen, bis ihr dieses Event habt. Ist nur während des Events möglich. Was zwischendrin, also was früher auch noch mit aktiv war, was jetzt aber permanent ist, die Quest Unwiderstehlich gab es früher immer noch hier in diesem Event. Die ist aber mittlerweile permanent implementiert. Was ich jetzt nicht schlecht finde, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten, sehr viele Doofprügeleien. Für gewöhnlich, wenn ich denke, dass die Leute das Zeug gebraucht haben, schicke ich es zurück. Tatsächlich ist mir aufgefallen,
es hat sehr stark nachgelassen, dass überhaupt mal ein Danke kommt, was ich sehr, sehr schade finde. Das ist einfach nicht mehr selbstverständlich. Also, ich freue mich immer, wenn die Leute das Zeug zurückschicken, tatsächlich, wenn ich mal verliere. Aber ein einfaches Danke wäre doch eigentlich nicht so viel verlangt aus meiner Sicht. Aber leider ist das... Also es hat wirklich nachgelassen. Früher haben sich alle immer bedankt, aber mittlerweile nicht mehr. So, wir bekommen mittlerweile auch für das Besiegen von Legion Heidelbeeren. Die sind köstlich. Die Nachricht lese ich jetzt erstmal nicht. Aus Datenschutzgründen. Eisen jetzt behalte ich einfach mal. Das wollte ich jetzt auch nicht lesen, ist egal. So. Es sind echt viele Legionen. War ich der Einzige, der nicht online war? Ich entscheide mich jetzt einfach mal für die Elfer hier. Wo war sie? Ich war doch gerade. Ja, Elfer. Ich nehme jetzt einfach mal die Elfer. Für das Besiegen oder für das Angreifen von Legionen gibt es ebenfalls. Oh, Lunis Dorf. Aber ich glaube, dann habe ich schon mal was geschickt. Oder ihr. Ich weiß es gar nicht. Gibt es auch Heidelbeeren. Also Heidelbeeren gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr fürs Sammeln. Sondern ihr bekommt die Heidelbeeren tatsächlich dafür, dass ihr prügelt. Und dass ihr Legionen besiegt. Ist auch eine Art, das zu machen. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, wenn ich ehrlich bin. Das fördert vielleicht sogar noch ein bisschen den Teamgeist, finde ich. Wollen wir gleich mal gucken, was Lunis Dorf schreibt. Aber erstmal muss ich kurz Platz schaffen, denn ehrlich gesagt, ich bin vollkommen voll mit Müll hier. Und das finde ich nicht so prickelnd. Vergesst nicht, eure Torten zu verkaufen, die kann man nicht wirklich einsetzen im Kampf. Wenn ich ehrlich bin. Oh, wir haben sogar noch Verteidigung. Ah, deshalb haben wir ab und an gewonnen. Das finde ich schön. Lunis Dorf würde ich jetzt gerne mal wissen, was die schreiben. Ah, sehr nett. Danke, Lunis Dorf. Also, es finde ich immer sehr schön, wenn die Leute wenigstens was sagen. Einfach mal nur ein Danke oder die Franzosen schreiben manchmal Merci, aber es ist halt... Der Name sagt nicht unbedingt, wer es ist. Deutsche, Franzose... Keine Ahnung, wer noch mitspielt, Holländer, Haben einfach mal ein Danke, egal auf welcher Sprache. Und im Englischen, wenn man es nicht weiß. Dann, das ist einfach schon schön. Also ich freue mich immer, wenn ich Sachen zurückgeschickt bekomme. Dann schicke ich es natürlich nicht zurück, aber ja. So, gibt's denn noch irgendwas? Aber ich glaube, das war so ziemlich alles, was es in diesem Event so gibt. Also ihr habt die Bären, die ihr jetzt mittlerweile nicht mehr durch Sammeln bekommt. Ihr kriegt sie ganz, ganz selten, wenn ihr Sachen sammelt. Ansonsten, ihr kriegt sie bei den Prügeleien, ihr kriegt sie, wenn ihr Legionen angreift und wahrscheinlich auch, wenn ihr hier Patrouillen angreift, da werdet ihr auch welche kriegen. Ihr könnt den Bärensammler abschließen in diesem Event. Ihr könnt sonniges Gemüt abschließen. Immer bei Garontelix, wirklich, da läuft im Hintergrund ein Timer, den ihr nicht seht, von 24 Stunden. Und danach könnt ihr die Quests wirklich wieder machen. Vielleicht haben sie ihn auch auf 12 geändert, da müsst ihr mal schauen. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie den auf tatsächlich insgesamt 12 Stunden runter gemacht. Genau nach 12 Stunden könnt ihr die Quest wieder annehmen von ihm. Und dann direkt abschließen und so habt ihr eine Chance, das während des Events noch abzuschließen. Ich habe 2 Jahre dafür gebraucht, weil es geht halt nur während des Events. Und ihr müsst natürlich auch immer Zeit haben. Und dann genau die 12 Stunden abzupassen, ist schon echt schwierig auf lange Sicht. Also die Questkette, in denen ihr... tatsächlich Römerhelme bekommt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten ist an diesem Event nichts weiter dran. Wenn ihr die Erfolge schon bereits geschafft habt, habt ihr in diesem Event nichts zu tun. Die Heidelbeeren werden vom letzten Jahr noch mit übernommen. Das heißt, die verschwinden nicht wie die leuchtende Substanz, sondern die bleibt einfach erhalten. Das ist sehr praktisch, weil ich... hatte von letzten Jahr noch über 500 und das hilft einem gleich am Anfang ein bisschen. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Es gibt keine speziellen Ressourcen. Nö. Ich bin euch auch noch seit über einem Jahr ein Video schuldig bezüglich der ganzen Sachen hier, was sie so im Einzelnen bringen. Irgendwann mache ich, vielleicht habe ich diese Woche wirklich mal Zeit, das zu machen, weil das ist sehr aufwendig. Und deshalb habe ich es schon lange vor mir hergeschoben. So, mehr ist eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt Heidelbeeren sammeln, ihr könnt die Quests abschließen. Ihr könnt natürlich die Heidelbeeren-Quests auch so abschließen. Sie bringen immerhin noch Erfahrungspunkte. Und ja, das ist das Sommer-Event dieses Jahr. Nicht sehr spektakulär,
aber ehrlich gesagt, das Blumen-Event ist auch nicht mehr spektakulär, wenn ihr alles abgeschlossen habt. Ich für meinen Teil habe hier noch ein bisschen was vor mich. Vor mich, gutes Deutsch. Vor mir. Und zwar das hier, das ich dieses Mal nicht schaffen werde. Hier, Tulpenarrangeur. Selbstlose Spende, da freue ich mich schon tatsächlich auf nächste, aufs nächste Event, also das nächste Mal um die Valentinszeit. Ich kann euch natürlich schon raten, sammelt ein paar Papyrus-Schriftrollen und sammelt auch ein paar rote Bänder, für die, die es noch nicht abgeschlossen haben. Denn zur Winterzeit bekommt ihr wieder die Möglichkeit, die verpackten Geschenke, einfach die normalen Geschenke zu machen. Und für die Leute, die schön verpackte Geschenke machen, die sollten sich schon mal so 11 verpackte Geschenke, ich in meinem Fall werde 11 verpackte Geschenke schon mal machen. Während dieser Zeit, ihr müsst 99 herstellen, normale Geschenke. Und ihr könnt diese schön verpackten Geschenke dann später noch machen, wenn die Valentinszeit kommt. Das heißt, schmeißt sie nicht weg oder verkauft sie, lagert sie zur Not im Postfach. Es lohnt sich, weil sonst müsst ihr die nochmal herstellen. Also, das haben sie leider erst später eingeführt, sonst hätte ich die wahrscheinlich noch gehabt. Ist auch egal. Die Tulpenstreusel muss ich noch machen. Im übernächsten Event müsste es dann sein. Nee, dann kommt ja noch das Halloween-Event. Das nächste Event dürfte das Halloween-Event sein, wo es dann wieder die leuchtende Substanz gibt, in der ihr aber leider von null anfangt, weil die verschwindet nach Ende des Events wirklich. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen was zu tun. Die großen Bouquets muss ich auch noch schaffen. Schuhe mit Metallsohle, ja. Aber es wird immer weniger bei mir und ich find's gut. Ich find's auch gut, dass sie nicht wieder unnötig viele neue Sachen reingepackt haben, die einfach keiner braucht. Nur um das Spiel, nur um ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Aber ich glaube, die fahren schon sehr gut mit diesem Rennen durch Italien, weil sie da, glaube ich, echt viel einnehmen. Das muss aber jeder für sich wissen, ob er und was er in dem Spiel macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Fragen habt, wirklich schreibt es in die Kommentare. Ich lese Kommentare immer. Egal wie bescheuert sie sind. Und wenn ich mich drüber aufrege, das passiert aber eigentlich primär nur bei einer Person, ich lese die Kommentare. Anmerkung, alles. Fragen, fragt. Ich antworte so nach Leibeskräften und so gut ich kann. Kann euch nur sagen, haut rein. Events sind begrenzt und wenn ihr es noch nicht geschafft habt, man ärgert sich, wenn man dann sowas hier verpasst hat und das hier ewig lang, ein ganzes Jahr lang direkt vor Augen ist. Ich freue mich schon, wenn die beiden auch weg sind oder am meisten werde ich mich freuen, wenn das hier abgeschlossen ist. Das heißt aber, ich muss den ersten Platz erreichen. Es ist ein bisschen unfair, weil jetzt, ich weiß nicht, wie viele Spieler es insgesamt gibt. Ich bin Platz 4000. Ich habe mich jetzt nicht wirklich angestrengt. Versuche ich auch nicht mehr, weil das lohnt sich einfach nicht. Es gibt aber, glaube ich, über 50.000 und es kann nur einen Sieger geben. Von daher ist das echt gemein. Okay. Das war mein aktuelles Asterix & Friends Video. Ich frag mich, ob ich es wirklich mal schaffe, diese Woche jetzt dieses Special zu machen, was ich schon wirklich Ewigkeiten habe. Ihr werdet es dann sehen an meinem Level. Aktuell bin ich Level 62. Ich glaube, da bin ich noch Level 50 oder noch niedriger, weil ich das schon vor Ewigkeiten aufgenommen habe zu verschiedenen Zeiten. Das ging über ein ganzes Jahr und ich habe es nie fertiggestellt. Okay. Aber das war Asterix & Friends für heute. Wie gesagt, Fragen und alles in die Kommentare. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und viel Spaß mit dem Sommer-Event 2018.